Hallo alle zusammen, heute zeige ich euch, wie ihr euch diese Wanddeko oder auch solch eine Variante ganz einfach zu Hause selbst basteln könnt. So, das sind die Materialien, die wir dafür brauchen. Ganz wichtig ist dieses helle Garn in der Mitte, so eine Art Kordel, dann eventuell noch eins in einer anderen Farbe, werdet ihr später sehen, wofür. Ich habe hier noch so eine Naturfaser zur Schlaufe zum Schluss. Und dann habe ich hier einen Stock, der ist ganz simpel und langweilig fast schon. Ihr könnt da gerne in der Natur ein bisschen auf die Suche gehen und vielleicht einen schönen Birkenstock oder ähnliches finden. Und dann habe ich hier noch so Gräser und Blätter. Da könnt ihr auch frei entscheiden, was ihr da verarbeiten möchtet in eurer Wanddeko. Natürlich Schere und Crepe oder ein anderes Tesaband. Genau, und schon kann es losgehen. Und zwar befestigen wir uns erstmal unseren Stock. Ich hier auf einem Tisch, also horizontal. Ihr könnt natürlich auch gerne an der Wand arbeiten, wenn das von vornherein leichter ist für euch. Ich klebe mir das hier einfach fest, damit der Stock nicht so sich rumbewegt, wenn ich später danach rumknote. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist mir hier einfach, wie ihr seht, ein bisschen Crepe drunter gestellt, damit der Stock ein bisschen höher, nicht ganz platt auf dem Tisch anliegt, sodass ihr von unten gut rankommt, wenn ihr die Garne knotet. Genau, dann nehmt ihr euch schon das Garn eurer Wahl. Hier bei mir ist das so eine weiße Kordel. Eine einheitliche helle Farbe eignet sich da am besten oder eine dunkle, aber eben einfarbig. Und dann messe ich mir hier ab, wie lang ich dieses Garn denn haben möchte. Das ist auch ganz euch überlassen. Und zwar habe ich das dann doppelt genommen. Und wie ihr seht, hier mit einer Schlaufe. Und dann ziehe ich das einfach nur einmal drum. Und somit sind sozusagen ist das Garn und die Fäden an dem Stock befestigt. Und ja, das wiederholt ihr jetzt ganz, ganz oft, bis ihr ein gutes Stück sozusagen auf dem Stock angebracht habt. Ich habe jetzt alle Fasern bzw. alle Fäden gleich lang gemacht. Genau, wie ihr seht, fange ich einfach an, mir so ein bisschen ein paar Bündel zu machen und die später dann nacheinander zu verknoten.
So, mein Garn war jetzt alle, deswegen höre ich da auch, auch wenn ihr seht, dass an beiden Enden noch Platz wäre für mehr. Aber ich schneide mir meinen Stock einfach dann später zu. Genau, nun nehmt ihr euch eure Gräser oder eure Blumen oder was auch immer ihr euch ausgesucht habt und arrangiert sie erstmal schön und guckt, was denn, was euch passt, was euch gefällt. Genau, und ja, legt sich erstmal schön hin. Dann fange ich von der Mitte an und zwar, genau, schneide ich mir eins ein bisschen zurecht, suche mir zwei Enden, mit denen ich sozusagen das Gras dann auch befestigen kann. Und zwar, genau, wie ihr seht, mache ich das mit so einem speziellen Zierknoten. Ich blende euch den gleich nochmal ein und erkläre, wie das gemacht wird. Auf jeden Fall, genau, wie ihr hier seht, muss man da ein bisschen rumfummeln und gucken, dass alles nicht verrutscht und ihr sozusagen euren Grashalm da habt, wo ihr ihn haben möchtet auch. So, nun nochmal in der Nahaufnahme. Ihr habt in der Mitte die zwei Garne, an denen ihr den Knoten sozusagen macht. Und in die Mitte würdet ihr auch den Grashalm legen. Dann kommt die linke Kordel einmal drüber. Und die rechte kommt über eure linke drauf sozusagen. Dann nehmt ihr die rechte Kordel einmal unter alle Fäden, einmal unter alle Fäden durch. Und diese kommt dann, wie ihr gleich seht, hier durch die Schlaufe oben durch. Und dann könnt ihr das Ganze ein bisschen festziehen. Schön gucken, dass sich nichts verdreht. Und nun das Gleiche, nur spiegelverkehrt sozusagen. Einmal die linke Schlaufe, rechts einmal wieder drüber. Dann einmal unter die mittleren Garne durch und nun von unten durch die Schlaufe und wieder festziehen. So. Noch einmal. Jetzt rechts einmal rüber, dann kommt links die Kordel über die Schlaufe, einmal durch die unten durch hinter die beiden mittleren und dann von oben wieder in die rechte Schlaufe durch. Dann wieder festziehen. Ihr seht, die Knoten bilden sich schön um die mittleren Kordeln und um sozusagen euren Blumenstängel oder Grashalm oder was auch immer ihr als Deko in die Mitte reinmacht. Ja, ich ziehe mir das Ganze nochmal dann ein bisschen weiter runter, so wo ich genau meine Deko haben möchte. Und so verfahre ich nun mit den anderen Grashalmen. Bei mir sind das insgesamt 6. Ihr könnt natürlich nach Belieben auswählen, wie ihr was arrangiert und wie viel. Ihr könnt natürlich auch einen ganz normalen Knoten machen, wenn ihr wenn das zu kompliziert wird und vielleicht die Dinge da sogar rausfallen. Das sei euch ganz überlassen.
So, wenn ihr fertig seid, dann nehmt ihr euch nochmal einen Faden oder eine Kordel, was auch immer ihr möchtet, und befestigt das an dem Holz, macht euch sozusagen einen Knoten auf der einen Seite und auf der anderen auch. Ich habe mir das hier noch offen gelassen, damit ich gucken kann, wenn ich mir das wirklich an die Wand hänge, wie lange ich das tatsächlich haben möchte. So sieht das dann fertig aus. Ihr seht, mein Holzstück ist noch relativ lang. Ihr könnt natürlich, also sehr schön ist es, wenn ihr bis zu den Rändern arbeitet oder einfach ein kürzeres Holzstück nehmt. Ja, auf jeden Fall sieht das so dann fertig aus. Ich hoffe, bei euch sieht es ähnlich schön aus. So, nun zeige ich euch eine zweite Variante, und zwar wie ihr nämlich eure Wanddeko mit solchen Bommeln aufhübschen könnt. Ich habe mir jetzt hier ein bordeauxfarbenes Garn, wie ihr seht, rausgesucht. Ihr könnt da beliebig entscheiden, wonach euch ist. Und dafür schneiden wir uns jetzt ein paar Längen zurecht. Und zwar am besten nicht wie bei mir mit Knoten, ein etwas längeres Stück, das ungefähr zu der Länge eurer Fäden bei der Wanddeko passt, dann ein mittellanges Stück und ein etwas längeres. Dann nehmt ihr euch den Faden um eure Hand und wickelt einfach ganz viel drum, sodass ihr eine ordentliche Masse an Fäden bekommt. Wenn ihr entscheidet, dass es dick genug ist, schneidet ihr das ab und legt es euch hin. Dann nehmt ihr euer langes Stück Faden und geht einmal durch diese Fäden durch und zieht es einmal an der Schlaufe entlang, sodass es fest ist. Nun nehmt ihr euch das mittlere Stück und legt euch euren fast fertigen Bommel da drauf. Und dann knotet ihr relativ weit oben einmal ganz fest zusammen, sodass die Fäden tatsächlich dann auch zusammengehalten werden, wenn wir sie später durchschneiden. Da müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr mit zwei Händen alleine klarkommt. Vielleicht könnt ihr da um Hilfe bitten. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist, das ist natürlich nur obligatorisch, aber es sieht ganz schön aus, wenn ihr die Enden nochmal um den Knoten drum herum wickelt und sozusagen die Befestigung ein bisschen stärker noch macht. Da macht ihr dann auch einen simplen Knoten einfach, aber auch ziemlich fest. Ja, und dann könnt ihr schon die Enden auch abschneiden. Und zwar könnt ihr da einmal durchgehen, vielleicht schafft ihr durch die Schlaufe einmal ganz durchzuschneiden, sonst guckt ihr, was noch übrig geblieben ist, zuppelt ein bisschen rum und seht zu, dass am Ende ein relativ gerader Schnitt entsteht und ein schöner Bommel. Nun nehmt ihr euch die Bommel. Ich habe insgesamt 6 gemacht, aber auch da könnt ihr frei entscheiden, wie ihr möchtet. Und bringt sie an euren Stab oben an. Da könnt ihr gucken, ob ihr das symmetrisch, asymmetrisch, querbeet macht. Eine Schicht, zwei Schichten. Wie es euch einfach beliebt. Ich knote das da oben einfach nur fest und schneide das Ende zum Schluss nochmal ab. Ich habe mich jetzt entschieden, die Bommel in einer Art V sozusagen aufzuhängen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Deswegen sozusagen die versetzten, also die an den Seiten, werden immer ein Stückchen weiter nach oben aufgehangen.
So, dann zuppelt ihr euch alles zurecht und schneidet eure langen Enden ab. Guckt, dass alles wirklich so arrangiert ist, wie ihr das haben möchtet. Ich gucke, dass alles schön symmetrisch ist. Ja, und was ich jetzt noch mache, ist einmal über meine Fäden drüber kämmen und ich befestige es mir hier mit einem Stück dickem Tesafilm oder Crepe, wie auch immer. Dann lässt sich es nämlich einfacher schneiden. Genau, weil wie angekündigt wollte ich eine Art V-Spitze machen und ja, so geht das eben am einfachsten. Und das ist die fertige zweite Variante.